Moin Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wunderschönes Wetter heute und wir haben hier einen Escort. Ford Escort Turnier, ja, ein etwas in die Jahre gekommenes Stück, sage ich mal ganz ehrlich. Und es gibt nicht mehr viele davon, weil mir schwant da echt Böses. Ja, ich freue mich natürlich auch, dass ich Mario jetzt mal sagen kann, ne? Hier, ne? Das darf ich dir zeigen, du weißt, wo er dann herkommt. Ja, der ältere Mensch ist hierher gezogen, weil er nur noch ganz alleine ist. Und ja, er kommt aus dem Osten Deutschlands nach Norddeutschland und ist dann natürlich auch hier gut aufgehoben. Ja, wie gesagt, schöne Grüße an dich, Mario. Also, wir kommen auch näher an dich heran. So, was war das jetzt hier? Ja, genau. Ich wollte sagen, das Auto muss zum TÜV. Darum ist er hier. Und die Lüftung geht nicht mehr. Die elektrische Spiegelverstellung soll nicht mehr gehen. Das Ding ist Aubergine-Farben. Das ist auch wieder was Besonderes. Und der ist ein Gia. Ja, das ist auch wieder was Besonderes. Ich meine sogar, dass der eine Frontscheibenheizung hat, wenn ich mich nicht täusche. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass der eine Frontscheibenheizung hat, weil das haben bei Ford doch schon einige sehr früh erkannt, dass man da eine Heizung einbauen kann und das dann auch immer im Winter schöne freie Scheiben haben. Ne? Gut, dieses Mal ist es allerdings kein 1,6er mit 90 PS, sondern der 1,8er mit 104 PS. Da geht schon richtig Musik, das ist schon ein guter Motor, sage ich mal ganz ehrlich, ich kenne das Auto nicht. Ja, ich habe mir nicht vorher angeguckt, ich weiß es nicht. Mein Kaffee ist leider leer, ja, egal, brauche ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hat der Klimaanlage und der hat ein Schiebedach, das ist natürlich auch super. Ne? Also solche Autos sind demnächst auch vielleicht mal... Ja, ich sag mal, dass die so in Youngtimer-Börsen doch schon etwas höher kommen. Ich habe da aber schon sehr schlechte Dinger davon gehabt. Die haben wir schon also ultra geil gestrippt und haben neue Heckbleche eingeschweißt und sowas, weil die alle weggefault waren. Ich bin mal gespannt, wie der hier ist. Lass uns einfach mal überraschen und wir fangen im Motorraum wie immer an. Naja, gut Leute, ich habe gelogen. Es sind 105 PS. Das war jetzt aber nicht gelogen. Aber der eine PS, nehmt mir den nicht übel. Ich dachte, das wären nur 104, es sind 105. Für Dumme steht es hier oben drauf, 77 kW und 105 PS. Er ist ein wenig am Schwitzen meiner Ventildeckeldichtung, was aber gar nicht schlimm ist. So, wie sieht das Wässerchen aus? Weiß auch wieder kein Mensch. Ja, weil es fast, nee. Ein bisschen fehlt da, ist aber jetzt nicht viel. So, hier ist ein Haufen Elektrik drin, keine Ahnung wofür alles. Alles mit, ja, ich weiß nicht, ist aber original Ford Relais. Ja, ich weiß nicht, was hier alles noch drin hängt, drin liegt. Ja, auf jeden Fall haben wir hier die gute EFI. Electronics Fuel Injection. Ja, EFI. Ich nenne immer EFI, ich nenne sie EFI und immer schon und ich habe immer gesagt, das ist eine EFI und dann ist auch gut. So, der Keilrippenriemen, ja, der hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der geht noch, den können wir noch lassen. Ja, an den Zahnriemen kommen wir so nicht dran. Dann müssen wir hier abschrauben, müssen wir reingucken. Ich weiß nicht, aber der hat einen gekriegt. Und zwar 2015, das ist 7 Jahre her, gut, wäre wieder fällig, aber wir gucken mal, was er sonst noch so braucht. Er schwitzt halt ein bisschen, das ist aber nicht so schlimm. Also die Motoren sind echt geil, ne? Also diese 1,8er EFI und die 1,6er, die sind echt gut. Also da kann man nicht meckern, hatten wir ja auch schon mal, dass da so ein kleines Pförtchen, der rote, ne, von damals, ja. Der war also auch gar nicht so verkehrt. Ja, wenn man mal so drüber guckt, ne? Ihr seht, das ist alles schon recht modern und grün. Und ja, wann war der letzte Ölwechsel gewesen?
September 21 ist er fällig gewesen. Okay, der sollte jetzt wieder durchgeführt werden. Machen wir natürlich mit, wenn hier eigentlich alles im grünen Bereich ist sonst. Also Rost, ne? Rost ist hier oben an der Motorhaube nichts. Der ist schön sauber. Mach an der Farbe hin, weil die Farbe ist echt ein bisschen schick, ne? Also ich finde die ja richtig geil, ne? Wenn man jetzt hier so von der Seite guckt, so. Hier ist Aubergine, ne? In Verbindung mit den schicken Felgen. Ja, hat was, ne? Hat was? Gut. Ich würde sagen, wir gucken uns den Schlitten mal von unten an und dann können wir ja sagen, ob das immer noch gut ist. So, und wie ich ja immer sage, ne? Also ältere Autos sind meistens immer noch besser als neuere und das gilt auch für solche Fords hier, die Vorserienmodelle vom Focus. Und die Stoßstangen bei Ford, die waren immer derbe Scheiße. Da fährt man irgendwo vor und wo bei anderen vielleicht nur so ein kleiner Kratzer entsteht, fliegen diese Dinger komplett auseinander. Das ist vom Material her, das ist kein, hier ist Schaum drin, so, und dann hat man hier kein PP genommen, sondern irgendwie was, ja, PE, ABS oder irgendwie so in der Richtung. Und ihr seht eigentlich, von unten ist der Motor komplett trocken, also da ist alles im grünen Bereich. Da kann man nicht meckern. So, Querlenkermäßig, der sieht auch noch nicht alt aus. Den haben die wahrscheinlich schon mal neu gemacht. Also das Auto ist schon recht gut gewartet. So, da wollen wir mal nicht dran rummeckern. Die Stabi-Streben hat sie auch schon mal, hat er auch schon mal gekriegt. Also das ist ganz normal, diese normalen Verschleißteile. Also die Bremsschläuche sehen gut aus. Die Achsmanschetten sehen gut aus. Und ich sag mal, Schlackern hat auch nichts. Also kann ich nichts beurteilen. Zumindest nicht, was ich, wo ich jetzt damit gefahren bin. Ja, die Bremse vorne, die geht auch noch, ist richtig süß noch, ne? Also man sieht, dass die noch recht kleine Bremsen haben und ja, aber reichte damals aus. Ja, wie gesagt, Rost, ne? Ja, da geht das los mit dem knusprig werden, das kennen wir. Ja, hier muss natürlich auch ein bisschen was gemacht werden, ganz klar, aber die Querlenker sind nicht alt, also das sieht man wohl. Hier haben wir auch wieder diese Bremsdruckregelventile, ne, das kennen wir ja, ne, das Spielchen, das ist nicht alles nicht so ganz einfach immer, ne? Aber ihr seht, also von unten, das geht alles noch, das kenne ich noch viel schlimmer bei Escorts, das ist alles noch relativ gut, also ich kann da nicht drüber meckern, hier ist mal ein neuer Unterbodenschutz draufgetragen worden, ja, das hat ihm wohl wahrscheinlich den Arsch gerettet, sage ich auch ganz ehrlich, dass das so ist. So, hier machen wir natürlich auch noch schön den Rost weg. Ja, ich muss mal wirklich sagen, also das, ja hier, ein bisschen Platz da hier auf. So, das wird behandelt, ne, hier. Das müssen wir behandeln, das wird abgeschliffen und neu versiegelt, genauso wie das hier. Das wird alles neu versiegelt und dann kriegen wir das schon hin. Aber ihr seht, da oben, ne, also wo das alle so, ich kenne das ja alle hier, ne, hier diese Sachen hier, wo das hier angeschraubt ist, diese Bremsschläuche, das ist alles schon da gewesen, dass die weggerostet sind an den Stellen. Und hier, also Feder ist auch noch komplett da, also und hier ist auch nichts, was hier groß am Rosten ist, also gar nicht, überhaupt nicht. Also solche Autos sind später gesucht, sage ich euch ganz ehrlich, weil, ne, weil das solche, ich sag mal, Rentnerfahrzeuge sind und die Rentnerfahrzeuge sind speziell gepflegt, da kann man nicht meckern und da wird ja auch immer alles gemacht, ne? Da wird alles gemacht, was gemacht werden muss, hier selbst die Endspitze, das sieht alles noch gut aus, ja da oben wo der ja, Schmutzfänger angebaut ist, das sieht alles unschön aus und das Dreck drin, ja das ist normal, aber ich sag mal ganz ehrlich, diese Endspitze und wir haben schon hier dieses Blech, was hier hinterläuft. Das haben wir alles schon mal neu gemacht bei einem roten, ne? Damals, das war ein roter. Ich kann euch mal Bilder einblenden, wie das ausgesehen hat. Und dagegen ist der hier echt ein Neuwagen, ne? Also ganz ehrlich, das ist jetzt nicht übermäßig viel. Der hat hier hinten einen Stabi auf der Hinterachse, wahrscheinlich wegen dem Motor. Ja, ansonsten, ich finde hier echt nichts, was irgendwo wirklich bemerkenswert zu bemeckern ist oder benörgeln ist. Dass der keinen TÜV kriegt. Wir machen hier den ganzen Flugrost, das ist ja ein Flugrost, machen wir weg und dann sieht das wieder gut aus.
Ja, dann sieht das wieder gut aus und dann hat man ein gepflegtes Auto. Selbst hier ist nichts am Ölen, am Schaltgestänge. Das hat man ja manchmal, dass da Öl rauskommt, gar nichts. So, kein Wasserverlust, gar nichts, überhaupt nichts, nichts zu meckern. Ja, das Schwitzöl da, das kommt wahrscheinlich vom Wimmering. Ja, ist aber nicht so schlimm. Ich finde es nicht so schlimm. Aber ich sage euch ganz ehrlich, die Kiste, die ist vom Zustand her also einmalig. Ne? Also, da kann man nicht meckern. Selbst Reifen müssen wir auch mal ein Augenmerk drauf werfen. Wir kennen das ja. bin ich ja schon jede Menge mal durchgefallen. Aber ihr seht, selbst die Reifen, ne? Da ist nichts zu bemeckern. Die sind von 2000 und die sehen noch recht gut aus, sind zwar ein bisschen porös. Ach mein Gott, shit happens, ey. Das ist doch echt. Also das ist ja nicht gerade eine Wanderdüne. Ja, hier Anhängerkupplung hat er natürlich auch. Und siebenpolig, sieht auch noch gut aus, nichts verrostet. Der ist insgesamt gut gepflegt. Und ich sag mal ganz ehrlich, solche Autos werden gesucht. In Kürze werden solche, genau solche Autos gesucht, die einen anständigen Motor da drin haben. Und den hat der auch, guck mal, wir haben sogar hier Nagel 9S-Schalldämpfer von Ford reingekriegt. Ich würde mich nicht wundern, wenn das Ding nur bei Ford war. Da würde ich mich nicht wundern. Ich gucke mir mal das Service-Test an, das gibt es bestimmt auch noch. Und man muss wirklich sagen, hier ein bisschen Flugkost irgendwo. Das ist ganz normal bei dem Alter. Der ist ja nun mal auch nicht mehr der Jüngste. Aber, ne, wir kennen das ja von den Minions, die ich immer so schick benenne. Ja, die sagen dann immer, oh, total schade. Oh, alles kaputt, oh, das lohnt sich nicht mehr. Ja, Quatsch, Blödsinn, hier lohnt sich alles noch. Und ich sag mal ganz ehrlich, so schlecht ist der nun mal auch nicht. Und hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also, ich bin da echt von der Socke. Ja Leute, kleines Video, große Wirkung, aber ihr seht, ein Escort kann auch anders. So, mich wundert das ehrlich, dass der so wenig Rost hat, hätte ich nicht erwartet. So, ich hätte jetzt viel mehr erwartet, dass ich da jetzt noch ein großes Schweißgerät auspacken muss und dann mal eben kurz alles unterherbraten muss, aber brauche ich bei dem Auto gar nicht. Der ist wirklich super. Der ist wirklich super. Allerdings können wir nochmal in den Kofferraum reingucken und schauen dann mal nach, wie es da aussieht. So Leute, schauen wir uns einfach mal den Kofferraum an. Und ich kenne das so, dass da hinten, ne, da in dieser Traverse, der Gammel schlechthin ist. Und da ist nichts, ne? Da ist gar nichts. Der ist so von sauber, auch hier an der Seite, alles trocken. Also da ist nirgendwo was drin. Ja, Luft im Reserverad ist auch noch drin. Aber ich sag mal, hier ist wirklich nichts, ne? Gar nichts. Und ihr seht auch, der Kofferraum, der ist so schön sauber. Also das Ding, das ist ein wirklich geiles Objekt für einen Youngtimer. Ich sag mal ganz ehrlich, traumhaft, ne? Absolut traumhaft. Wir kennen es von Ford hier, die Dinger, die müssen immer sauber gemacht werden, damit hier auch Kontakt entsteht. Und ja, ich sag mal ganz ehrlich, ja, 50 Kilo Stützlast reicht für ein E-Bike natürlich nicht aus. Was wir machen müssen, ist hier die Wasserabläufe wieder auf. Da ist er auf, gut. Aber damit da kein Rost entsteht, aber ansonsten, der ist wirklich sauber von Rost, ne? Sauber von Rost. Da kann sich so manch ein Ford die Scheibe von abschneiden. Und der ist wirklich sauber. Also das überrascht mich richtig. So. Das Einzige, was mir natürlich nicht so gefällt, ist natürlich dieses hellbeige. Das ist natürlich wieder so eine Geschichte, hat wahrscheinlich mit der Außenfarbe und zu tun. Aber ansonsten ist das schon ein recht tolles Auto. Hat 153.000 gelaufen und ja, ist natürlich auch von innen sehr gut gepflegt. Ja, ist schon nicht schlecht, so eine Kiste. Ich sag mal, für den, ne, normalen Hausgebrauch, ne, so ein Skia, das war ja damals schon was. Und ich sag mal, so von der Polsterung her, das kennen wir ja, wie das auszusehen hat. Und ja, Leder wäre jetzt natürlich noch eine Klasse, ne? Das wäre jetzt natürlich eine Oberklasse. Aber ich sag mal ganz ehrlich, so scheiße ist der auch nicht. Aber man sieht hier, da ist der Rost dran, da müssen wir dran, da müssen wir was machen. So geht das nicht, sonst ist die A-Säule irgendwann weg. Wäre natürlich schade,
Weil der sieht echt richtig gut aus. Ne? Also hier Radläufe, alles sauber. Ne? Das kennt man bei Ford ja sonst so nicht. So, und hier, selbst hier ist das alles noch im grünen Bereich. Da ist auch kein Gammel dran oder sonst irgendwie. Das ist, ja, ich sag mal, der ist schön sauber. Hier ist er mal irgendwo hängen geblieben. Das ist aber im Rahmen des, ne? Aber echt ansonsten ist der völlig sauber. Man kennt das von Ford anders, dass sie hier Blasen schmeißen und sowas. Nichts, ne? Gar nichts. Überhaupt nichts. Ja. Aber ansonsten, innenmäßig, seht ihr, das ist alles ein Wurzelholz-Design und ja, man kennt das ja, ne? Gia-Ausstattung halt, ne? Aber das ist wirklich, ich sag mal, nicht unschick. Nicht unschick und nicht unsexy, sage ich mal. Aber es ist ein richtig knuffig, kleines, gutes Stück, würde ich sagen. Und ja, Gia eben halt mit den Chromleisten und so, das hat der Gia nur. Und ich sag mal, ja, es geht, ne? Das geht schon. Ja, gut, Leute, fassen wir mal zusammen. Ne? Also, wir haben die Scheinwerferhöhenverstellung, das hat der Kunde mir gesagt, dass die immer wieder hakt. So, wir haben dann das Gebläse, dass das nicht funktioniert, die elektrische Spiegel, was nicht TÜV-relevant ist, sondern aber das erste mit den Scheinwerferhöhenverstellung, Entschuldigung, funktioniert nicht, muss gemacht werden. So, was muss noch gemacht werden? Ein bisschen Rostvorsorge, wir machen Service. Ja, ansonsten, ich würde sagen, alles im grünen Bereich, alles der Rest, sagt der Bremsenprüfstand. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Entweder der geht so durch oder nicht. Also ich bin da echt begeistert, dass ich da so wenig Arbeit mit habe. Und das habe ich mit dem Escort schon lange nicht mehr gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch mit dem Focus nicht. Also, wie gesagt, tolles Auto, super Sache, super gepflegt. Und ich sag mal, so ein Stuhl, den müsst ihr mir erstmal zeigen, wo es den gibt. Also das ist schon sehr schwierig. Und ich sag mal, ich werde da so ein bisschen mein Auge drauf werfen, weil ganz einfach, wenn der irgendwo mal weg soll, ne? Hallo, hier hinstellen. Weil das ist wirklich mal wieder so ein Auto, wo man sagt, ja, das muss man aufpassen, das muss man aufbewahren, das muss in liebevolle Hände wieder, weil es gibt viele Leute, die schmeißen sowas ganz schnell in Schrott, weil aus irgendwelchen Gründen. Nein, den hier bitte nicht. Der ist wirklich gut, wenn man da nochmal ordentlich nachversiegelt, gehe ich mal davon aus, der hält 100 Jahre. Ganz ehrlich. Okay, das war das kleine Video. Klein, aber fein. Und ich würde sagen, ihr kennt das. Abonnieren, Daumen hoch, Klingel drücken, nichts mehr verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Und wenn es wieder heißt, von klein, check up. Also haut rein, Leute. Macht's gut. Und ich würde sagen, bis dahin. Und Grüße an alle, die mir folgen. Und wie gesagt, ihr wisst ja, abschalten, genau richtig. Haut rein, Leute.